Zulässig sind Strahlbilder, bei denen Kraftstoff über diesen Winkel hinaussprüht bzw. der Strahl geteilt auskommt. Nach der vollständigen Montage aller zum Rennspritzsystem gehörenden Aggregate muss unbedingt eine Entlüftung erfolgen. Dabei ist diese Reihenfolge einzuhalten. Als erstes wird Filter entlüften. Zweitens ein Filter entlüften. Ja, wie findest du das? Drittens, ein Schritt.